Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Show von der Alpha 3.18 und heute soll es darum gehen, eine Idris Solo sich zu klauen. Denn das geht in 3.18. Ich weiß nicht, ob sie es nochmal irgendwie fixen, bis das Ding live geht. Ich glaube es eher weniger, werden wir noch sehen. Aber auf jeden Fall aktuell klappt das und zwar ziemlich einfach, sehr, sehr schnell und relativ gut. Lasst also gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen-Themen interessiert. Und wir beginnen mal mit der Frage, was brauchen wir eigentlich dafür? Im Prinzip brauchen wir dafür nur ein Critical Beacon und wir brauchen ein Schiff, mit dem wir uns in die Idris reinglitschen können. Mehr nicht. Wir brauchen also keine Waffen, wir müssen niemanden töten, wir kriegen also auch keinen Crimestead oder sonst irgendwas. Es ist alles total entspannt. Das Schiff, was wir brauchen, was ich euch auch empfehlen möchte hier, um dann quasi auf den Pilotensitz zu kommen, ist eine Nomad. Die kann man sich recht easy kaufen, die kostet glaube ich ein bisschen weniger als 1 Million im Spiel. Also relativ schnell und leicht für jeden zu holen und insofern kann das also quasi jeder machen. Um die Critical Beacons zu bekommen, müsst ihr natürlich einfach Combat Beacons machen. Das ist aber auch relativ simpel und nicht allzu schwierig und aufwendig. Macht einfach Beacons, irgendwann habt ihr das freigeschaltet, dass die auch dann kritisch werden können und Critical Beacons haben immer, grundsätzlich immer eine Idris mit dabei. So, was machen wir? Wir nehmen den Beacon an, fliegen quasi hier mit dem Quantum Drive und brechen ihn auf dem Weg dahin einfach ab. Ich habe es ja nicht ganz perfekt getroffen von der Zeit her, ist aber nicht so tragisch. Das Entscheidende ist hier, wenn man den Beacon abbricht, dann verschwinden quasi die NPCs. Ihr könnt auch den Beacon laufen lassen, einfach wegfliegen mit Max Speed. Das Problem ist, dass die Idris euch, wie hier in meinem Fall, recht gerne verfolgt, dann mit einer durch höheren Geschwindigkeit. Also einfach im Zweifel wegfliegen oder schon vorher abbrechen. Und dann passiert Folgendes. Alles, die spawnt, alle NPCs, sowohl die Verbündeten als auch die Feindlichen, auch die feindlichen Schiffe und so weiter, alles, die spawnt, bis auf die Idris. Aus irgendeinem Grund wird die nicht rausgestreamt und bleibt quasi als unbesetztes Schiff einfach stehen, wie ihr hier seht. Wir waren jetzt hier mit der Hammerhead unterwegs, weil wir einfach vorher die Beacons gemacht haben. Aber wie gesagt, das ist gar nicht notwendig zwingend. Macht das am besten gleich mit einer Nomad. Wir holen hier jetzt gerade einer ran. Und dann könnt ihr da einfach einsteigen sozusagen. Denn die Idris steht rum. Sie wehrt sich nicht. Sie kann hier, wie ihr seht, mit dem Traktorstrahl auch angegriffen werden. Dann könnt ihr da euch ein bisschen ran fummeln, ein bisschen angucken und dann entsprechend auch hineingehen. Und apropos hineingehen, wie gesagt, mit der Nomad ist es relativ simpel, ihr fahrt hinten die Frachtrampe aus und fliegt dann so wie ich hier quasi falsch rumgedreht an die Brücke ran. Das passt, wie ihr seht, relativ gut, ja, man muss sich ein bisschen ausrichten, das geht alles solo, also ich habe auch keine Hilfe in dem Sinne gehabt, es sind noch andere Spieler da, weil wir hier wie gesagt ein bisschen unterwegs waren, aber das mache ich hier alles gerade vollkommen solo. Und ich positioniere quasi das Schiff maximal nah dran und ihr seht vom Winkel her passt das eigentlich relativ gut. Ihr müsst halt bedenken, der Pilotensitz ist ja relativ weit vorne und mittig von der Brücke. So müsste es jetzt eigentlich passen, wie ich es gemacht habe. Das heißt, wir schauen mal, ob wir da jetzt reinkommen. Also einfach aussteigen aus der Nomad und dann hinten auf dieser Rampe so ein bisschen drauf. Die hat ja Schwerkraft, müsst ihr euch da ein bisschen reinsneaken. Ja, man fällt hier so ein kleines bisschen manchmal in eine falsche Ecke rein. Aber das ist alles gar nicht so tragisch. Da kann auch nicht allzu viel schief gehen, außer dass ihr ein bisschen Schaden bekommt vielleicht. Ja, und dann seid ihr quasi am Cockpitfenster direkt dran. Könnt auch so reingucken und müsst dann einfach springen und dabei F und linke Maustaste spammen. Während des Sprunges, damit ihr quasi in der Sprunganimation, so wie ich hier, zack, da rein gewurschtelt werdet. Manchmal brauchen wir dann ein paar mehr Versuche, aber bei mir ging es direkt beim ersten Mal. Aber das ist einfach ein bisschen Übungssache. Und dann seid ihr an Bord der Idris und könnt die jetzt vollumfänglich steuern und könnt die Railgun benutzen, ihr könnt den Quantum Drive benutzen, ihr habt kein Interface, das kennt ihr ja wahrscheinlich von früher schon, das ist noch ein bisschen ein Problem, aber ihr könnt sogar landen, das Fahrwerk könnt ihr ausfahren, ihr könnt die VTOL Thruster verdrehen und so weiter, also alles überhaupt kein Problem. Aber es gibt einen Nachteil an dieser Methode. Der Nachteil ist, dass die Idris entsprechend unbesetzt ist, weil nicht nur die Pilot die spawnt, sondern auch alle Schützen. Und das bringt es eben zu der kleinen Besonderheit an dieser Methode. Sie geht zwar solo und bringt euch auch das Schiff samt Railgun, aber ja, ihr habt halt keine Schützen. Das heißt, es macht dann vielleicht Sinn, wenn ihr das gerne möchtet, dass ihr euch ein paar Freunde ranholt und dann mit denen die Geschütztürme besetzt. Kleiner Spoiler hier zu Beginn. Wir haben es nicht geschafft, das zu machen. Wir hatten auch nicht mehr viel Zeit hier im Stream, das war relativ am Ende. Wir hatten auch nicht die richtigen Werkzeuge dafür. Das ist nämlich eine ganze Ecke aufwendig und geht
soweit ich das festgestellt habe, jedenfalls nicht mit einer Nomad. Es dürfte aber gehen mit den bewährten Reinglitch-Methoden, das heißt also eine 890-Jump vorne auf dem Hangar oder bei der Carrack oben den Hangar, wenn man den zumacht und obendrauf noch eine SCU-Kiste stellt, was hier an 318 ebenfalls geht, dann könnt ihr euch quasi hier in diesen Turm reinglitschen, auch in die anderen Türme, die sind ja alle bemannbar. Die Remote-Geschütze gehen wohl nicht, weil die Remote-Geschütze, das sind die beiden von der Brücke, die da gesteuert werden, die haben aus irgendwelchen Gründen keine Waffen drauf. Aber die anderen, die können alle theoretisch bemannt werden. Ihr müsst halt relativ tief rein. Die haben auch keine Schwerkraft und das ist alles ein bisschen komplizierter. Und das werden wir heute im Stream nochmal probieren, wenn es uns gelingt. Also kommt dann gerne mit rein, um 17 Uhr starten wir. Aber die diverse News, wir haben den Monatsreport, neue Raumschiffe und pipapo, ganz viel Kram. Also das wird auf jeden Fall spannend und dann werden wir mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ich hoffe es. Es ist auf jeden Fall möglich. Ich habe es bereits schon gesehen oder also gesehen, gehört von mehreren Leuten, die mir gesagt haben, yo, das funktioniert, man kann dort rein. Wir hatten auch schon mal den Ice Wave zum Beispiel vorne im Geschütz drin. Das ging mal mit einer Dragonfly oder mit einem Hoverquad, indem man sich so ran an die Seite stellt und dann aussteigt, dann ist man quasi drin. Hier, ihr seht das gerade mal, ne? Mit der Nomad beim Turm ist es schwierig wegen diesen Waffen. Da kommst du halt echt nicht rein und der Schützensitz ist auch nicht da oben und der ist weiter unten, da wo ich gerade mit der Kamera bin, bis weiter tief noch. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Sollte aber, wie gesagt, funktionieren. Wir testen das heute mal aus im Stream und dann zeigen wir euch, wie ihr das machen könnt. Naja, und dann könnt ihr im besten Fall mit der Idris ein bisschen durch die Gegend ziehen, euren Freunden an Bord, die dann die Geschütztürme bedienen. Und ein bisschen Spaß damit haben. Und selbst wenn es nicht geht, ich meine, es ist trotzdem ganz geil, mal die Idris zu fliegen. Und das kann nun tatsächlich jeder einfach so solo machen. Denkt immer daran bei solchen Sachen, es ist ein Glitch, es ist quasi Glitch-Using. Das heißt, wenn ihr das macht, dann seid so lieb und nutzt es nicht aus gegen andere Spieler. Das finde ich immer einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den ich hier nochmal mitgeben will. Das ist nicht lustig dann, ja, wenn man damit irgendwelche armen anderen Spieler weggrieft oder einfach so damit ja, kaputt cheatet, in Anführungsstrichen. Nutzt es für euren eigenen kleinen Spaß. Fliegt ein bisschen rum mit der Idris. Von mir aus macht ein paar Missionen. Das könnt ihr ja, ne, wie lustig seid, machen. Viel geht damit eh nicht. Also ihr könnt natürlich mit der Railgun andere abballern, aber das gilt auch nur gegen sehr, sehr große Schiffe. Also wenn ihr irgendwelche High Bounties macht oder so. Ihr könnt auch andere Critical Beacons machen und dann Idris gegen Idris kämpfen. Ihr müsst halt immer bedenken, ihr habt keine Türme. Das heißt, ihr habt wirklich nur diese Railgun. Gut, ihr könnt auch die Gegner wegrammen, das ist aber auch so eine Sache. Eher schwierig mit der Idris. Wenn die Türme natürlich voll besetzt sind mit einer richtigen Crew, ich glaube, dann ist es ganz geil, damit auch mal richtig in die Schlacht zu ziehen und Beacons oder ähnliches zu machen oder schwere Kopfgelder oder was weiß ich was oder die Miles Eckhart Quest-Reihe. Aber ihr müsst auch noch was anderes bedenken, das will ich auch noch zum Schluss mitgeben. Ihr sollt auf jeden Fall, bevor ihr da reingeht, sowohl in die Geschütze als auch in den Pilotensitz, euch maximal satt essen und trinken. Denn wenn ihr rausgeht aus dem Sitz, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ihr ja nicht mehr reinkommt, beziehungsweise dass das Schiff dann despawnt, indem ihr es verlassen habt. Das könnte euch passieren, also immer vorher trinken. Wenn euch der Sauerstoff ausgeht, ist nicht so tragisch. Da könnt ihr kurz in die Atmosphäre rein von irgendeinem Planeten, dann füllt sich es automatisch wieder auf. Aber Essen und Trinken solltet ihr auf jeden Fall vorher erledigt haben. Ja, ich hoffe, das hilft euch weiter und ich wünsche euch viel Spaß beim Fliegen der Idris schon mal. Probiert es einfach mal aus, ist wirklich relativ simpel und schnell gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher um 17 Uhr auf Twitch. Der Link ist unten im angepinnten Kommentar. Übrigens, ich habe noch eine 50-Dollar-Giftcard für euch für Steam, also quasi 50 Euro Steam-Guthaben. Könnt ihr einsetzen für jedes Spiel, was ihr euch auf Steam auch mal holen wollt. Auch für mehrere, das ist quasi dann egal. Wird heute auch direkt verlost, also kommt dann gerne mit rein auf Twitch. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis dahin.